verschwiegen genug, um diesen Auftrag auszuführen. Ich denke doch schon. Ich bedanke mich recht herzlich. Was laber ich denn da? Bin ich bescheuert? Herzlich willkommen zurück, wollte ich sagen. Holy shit. Ja, ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ihr eingeschaltet habt, natürlich. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, unsere Stadt, 1190, ein Herrschaftspalast. Ein Herrschaftspalast, vier Eckgebäude. Vier Wohnflügel. Ein Torhaus. Ziemlich hier, was? Ja, erstmal brauchen wir mehr Patrizianer. Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. Das gibt's auch? Ich habe noch nie die zusammen auf einer Insel getan, deswegen irritiert mich das gerade. Aber okay, cool. Konntet ihr diese wichtige... So, hier, macht doch mal... Konntet ihr diese wichtige... Seid bedankt für... So, Hafenmeisterei setzen wir hier hin, wenn wir Gold hätten. Schitte. Gegen ein gutes Geschäft habe ich nichts einzuwenden. Ja, cool. Wenn es weiter nichts ist, Gott. Womit ich behilflich sein kann. Der Rat der 10 erwartet. Ich habe 36 Minuten Zeit. Ich brauche 1190 Patrizier. Die brauchen aber hier nicht die Bücher und so weiter. Also theoretisch nicht. Ich brauche erstmal nur mehr Häuser. Mehr Häuser. Das muss ja hier auch noch alles in seinem Bereich sein, ne? Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Gott helf uns, dass dieser Jammer endet. Auf die eine oder die andere. Ich helfe euch gerne aus. Ja, wunderbar, dankeschön. Komm her, du kannst hier nochmal ein bisschen Material schnappen. Hier nimmst du die komische Potter-Asche da. Hier, und ja, gut, Werkzeug werden wir gleich brauchen. Ja, das nimmst du mit. So, let's go. Hier einmal rübergefahren. Ihr werdet wieder von mir hören. Hast du Bazaar auf der Nordinsel? Kommt Orient in den Occident. Meine Lager stehen, ich schlage ein. Ja, also wie gesagt, das ist das jetzt von der Mission so vorgegeben und das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich das überhaupt gemacht habe. Ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte sich sogar lohnen. Könnte sein. So, wie viele Häuser brauche ich denn für die 1190 Jungs hier? Der Kaiser könnte sich glücklich schätzen, wären all seine Vasallen so rechtschaffen wie ihr. Tausende fehlen noch. Vier Hütten fehlen da noch. Wieso geht das nicht? Was ist hier los? Der Kaiser könnte... Ihr könnt theoretisch aufsteigen. Warum macht ihr das nicht? Weiß keiner. Gut. Neue Gebäude stehen zum Bau. Der Kaiser könnte sich glücklich schätzen, wären all seine Vasallen so rechtschaffen wie ihr. Es fehlen nur noch drei. 1, 2, 3. Perfekt. Dann könnt ihr wieder unglücklich sein. Genau, das passt. Der Kaiser könnte sich glücklich schätzen, während 30 Minuten vor Abschluss fertig sein. Das ist der Erfolg. Ach du Scheiße. Ja, kriege ich hin. Kein Problem. Oh, nice. Er hat mir was verkauft. Das finde ich gut. Jetzt müssen wir nur kurz warten, bis sich hier die Leute alle eingezogen sind. Dann machen wir nochmal ganz kurz den hier. Wir gönnen uns nochmal das eine zusätzliche Haus hier. So. Dann hoffen wir mal, dass sie schnellstmöglich hier einziehen. Und dann brauchen wir 1190 Patrizier. Ein herrschaftlicher Palast brauchen wir. Vier Eckflügel, vier Wohnflügel und ein Torhaus. Ihr seid zu klug, um diesen Auftrag abzulehnen. Das sollte doch. Herrschaft ein würdiges Denkmal. Errichtet einen Palast, wie es keinen zweiten gibt. Gut gemacht. Der Fortschritt im Oh, warte mal. Warte mal. Hilfe. Okay, die kosten nur 5 Tonnen Glas, aber 5 Tonnen Glas ist trotzdem eine ganze Menge. Es lag mir fern, euch zu überfordern.
Pass mal auf. Dies sind die Baupläne, die ich euch jetzt zur Verfügung stellen kann. Gewürzroute, du lädst jetzt mal. Es kommt alles viel zu spät, was ich hier mache. Viel zu spät. Wir haben von eurer Großherzigkeit so stets also um eure nächste. Ja, so steht es um meine Nächstenliebe, weil ich brauche euer Geld. Personen meines Standes haben eben gehobene Ansprüche. So. Gut, das ist alles egal. Ist die Noria, Helft mir hierbei. Der Sultan wird davon. Ja, erfahren. Ist so. Vielen Dank, Riffle, für die Info. Drei Kisten Treibgut. Wo fährst du hin? Was war deine Aufgabe? Dahin fährt er, aber ich weiß nicht warum. Ich glaube, wir müssen uns gleich nochmal ein bisschen. Komm, wir schnappen uns hier mal kurz die Baumaterialien. Das schnappen wir uns. Und hier das. Die 10 Datteln, das war erstmal hier. Und das. Bringen das einmal nach hier. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. So. Drei Kisten Treibgut. Damit können wir ein bisschen Geld machen. Gott. Drei Kisten Treibgut. Ich hoffe, das kriegen wir alles hin hier. Wir brauchen Glas, Jungs. Schafft mehr Glas heran. Oh. Kann ich dem Sultan ja, klar, kannst du das. Ihr kommt zum Handel. Damit das müssen wir nochmal verhökern. Danke, Shukran. Du fährst nochmal hier oben hin. Sultanat einen großen Dienst erwiesen. Ich hoffe. Let's go. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Gib mir das Glas, danke, du Schlawiner. Shukran. So. Da wird die Begeisterung aber groß sein. Ganz wunderbar. Dann Wohnflügel 1 und 2. 5000 kostet der Scheiß. Oh. Ja gut, ich kann mir doch kein Glas kaufen. Doch, ich muss mir Glas kaufen. Und den restlichen Kack muss ich irgendwie verkaufen. 1000. Eure Präferenzen sind Eigentum. Scheiße, ist das teuer. Wie viel hat denn die Bude hier überhaupt gekostet? 10.000 oder 5.000? Dann brauche ich jetzt noch 30.000 muss ich irgendwie bekommen. Dank euch führen wir ein sorgloses Leben. 3.000 Öcken muss ich irgendwie mal schnell zusammenbekommen. Ja, also wir müssen jetzt hier mal richtig Sachen kloppen. Das lassen wir mal nochmal drin hier. Davon können wir was verkaufen. Eine Datteln lassen wir drin. Klamotten, Seile, das können wir alles verkaufen. Das können wir alles hier meine raushauen. Stehen und ich helfe euch gerne aus. Die Moschee kann weg, du hast recht. Brauchen wir einen nächsten Teil hier. Gott behüte. Es lag mir fern, euch zu überfordern. 3 von 4. Ein Torhaus brauchen wir auch noch. Was kostet das? Kostet das auch 5000? Ja. Weitere Sachen zu verkaufen. Steine. Pass auf, wir machen nochmal eine Kleinigkeit. So. So. 2, 3, so. So. Ich hoffe, dass man damit besser Geld verdienen kann, so. Der Weg rüber, dann bauen wir noch eins davon. So, 1, 2, 3, 4. Okay. Gucken wir mal, ob das irgendwie ausreichend ist. Hier Fische können wir noch verkaufen.
Bisschen Werkzeug kann man da noch weg. Warte mal, wie viel Werkzeug brauchen wir dafür? Für ein so ein Ding. 10 Tonnen, okay, ja gut, dann haben wir noch ein bisschen was auf Lager. Och, Alter, ich glaube, das schaffe ich nicht. Kommt nur. Und mit diesem Handel bin ich einverstanden. Warte mal, was wir auch noch machen können. Fällt mir gerade so ein. Nehmt dieses da. Ein Freundschaft. Der Kaiser. Ich fürchte mir, der Kaiser. Halt die Fresse und gib mir dein scheiß Geld. Der Kaiser könnte sich glücklich schätzen. Torhaus. Euch darf man nicht unterschätzen. Hier. Das noch? Nicht unterschätzen. Fehlen noch drei Eckteile hier. Scheißendreck. Dafür fehlen mir Moneten. Es fehlt mir ein bisschen Werkzeug. Gut, das Werkzeug, das sollte zügig wieder rankommen. Glas habe ich gerade noch genug. Hier, er macht da auch ein bisschen was. Wir können das mitnehmen, wir können das mitnehmen. Wir können davon was mitnehmen. Ja, und das nehmen wir auch mit. Los geht's. Gibt es Baukostenrückerstattung? Ich bin gern bereit mit euch. Ich glaube, es gibt keine Baukostenrückerstattung. Kann ich mir nicht nochmal irgendwie schnell machen? Ein paar Groschen leihen? 5% Wahrscheinlichkeit, ja. Nee. Kann ich etwas für euch tun? Das war nur eine Frage der Zeit. Hafenstattung können weg. Die Stattung können weg, hast recht. Was kann noch weg? Was könnte denn... Die Holzfäller können weg. Kosten die Geld? Nein, die kosten kein Geld. Kommst du noch weg? Meine Flotte, das gefällt mir. Steiner. Holz, Fisch und Most, alles wir haben, kommt weg. Wie viel Stein kostet? Ach, 5 Tonnen Stein kostet das mal. Ja, gut, das geht ein, gegen ein gutes Geschäft. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Oh, scheiße. Ein Auftrag anfordern, das geht. Herzlich, ich vertraue in dieser Angelegenheit auf eure. Du bist ein Genie, habe ich ganz vergessen, dass es das überhaupt gibt. Warte mal, du bist doch gerade hier. Let's go, du machst das jetzt hier. Wie kann ich helfen? Keinen weiteren Auftrag anfordern, das heißt, du fährst mal wieder zurück zum Hafen. Kirche auch. Jetzt sind die da hinten am Heulen. Ja gut, ist mir egal. Das ist nicht so wichtig. Okay, mir fehlt nur noch eins. Nur noch eins. Komm. Wie viel Geld kriege ich hierfür? Nix. Die stolzen Schiffe. Sonst werdet ihr so schnell nicht mehr. Tja, ist mir egal. Habt ihr eure Pflicht erfüllt? Ja, ich wusste, man kann euch in dieser Sache... Ich bekomme... Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Scheiße. Das weg. Das. Ich muss fahren. Kann euch in Allah segne euch. Für Nein! Eltern wäre erfreut. Ich hoffe, ihr findet, wonach ihr sucht. Ich schlage ein. Och komm, ist es noch nicht mehr so viel. Okay, warte, er will eine Hexe, er kriegt eine Hexe. Da ist er. Da. Sie haben die gesuchte Person gefunden. Der Mob steht kurz davor, ihre Siedlung in Brand zu stecken. Ist mir doch egal. Sollen sie machen, was sie wollen. Ich muss nur noch ein scheiß Eckgebäude richten in... Oh! Ein wahrhaftiges Bauwerk. Sie haben einen Palast aus 10 Bauteilen errichtet. Der Rat der 10 weiß eure Dienstfertigkeit zu schätzen. Wer hätte Alter! Können, dass es sich bei den geheimnisvollen Gästen um Kaiser und Sultan höchst selbst handeln könnte? Nun ergibt auch die Geheimniskrämerei Garibaldis
langsam einen Sinn. Ja. Und während sich dieser mit den beiden Herrschern zu Verhandlungen in ihren Palast begibt, ernten sie das anerkennende Lächeln des venezianischen Würdenträgers. Ja, mal gut, dass ich alles Relevante, also Kirche, Verteidigungsanlagen und so ein Scheiß, habe ich alles vorher präventiv abgerissen, ne? Alter, das war für meinen Geschmack ein bisschen zu knapp. Aber richtig geil. Ja, also meine Hand tut gerade ein bisschen weh, so. Also das war gerade ein bisschen stressig alles. Aber danke, danke. Ist wirklich eine schöne Herausforderung, gerade wenn man nicht weiß, was kommt. Das muss ich sagen, das sind so auch so mit meine Lieblingsherausforderungen. Das war bei 1503 war das ja auch eine. Da musstest du ja auch so von Step to Step irgendwelche Sachen sammeln, bekommen irgendwie. Und wenn du das halt nicht geschafft hast, dann wäre die Mission halt verloren gewesen und so. Du weißt nicht, was kommt als nächstes, was du als nächstes machen musst, worauf musst du dich vorbereiten irgendwie. Ja, war eine wirklich knappe Angelegenheit. Ich glaube nicht, dass wir es noch geschafft hätten, die Hexe da vorbeizubringen. Das heißt, war gut, dass wir alles abgerissen hatten, um an die nötigen Ressourcen zu kommen. Gut. Riff, dir gilt mein Dank. Also durch deine hilfreichen Tipps zwischendurch. Ich glaube, ohne die hätte ich es nicht direkt gepackt, weil sowas wie Aufgaben anfordern und so weiter, das habe ich... Also bin ich halt einfach nicht mehr gewohnt, dass es das überhaupt gibt oder dass ich es bräuchte. So. Okay, wir gehen dann mal zurück zum Hauptmenü. Los Hauptmenüs Grande Popande. Und als nächstes würde dann kommen, ist das... Ergründen Sie die Legende über Labyrinth. Das Labyrinth eines orientalischen Djinns. Das klingt doch interessant. Ich würde sagen, da starten wir auch direkt nochmal mit rein. Du hast es aber auch schon selber geschafft, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es beim ersten Versuch direkt geschafft hätte. Also, wie gesagt, durch die Unterstützung war es mir doch ein bisschen einfacher. So, ich glaube, ich trinke jetzt nochmal kurz einen Schluck, bevor wir jetzt hier in die abenteuerliche Mission aufbrechen. Gut. Wir starten das Spiel. Wir setzen die Segel. Eine uralte Handschrift voller Legenden berichtet vom mächtigen Djinn Istar. Dieser versteckte seine unvorstellbaren Reichtümer in einem magischen Labyrinth auf dem Meeresgrund. Alle 300 Jahre taucht dieses Labyrinth für kurze Zeit an der Wasseroberfläche auf. Verlockung für alle wagemutigen Abenteurer, ihr Glück bei der Schatzsuche zu versuchen. Bisher kehrte keiner von ihnen zurück. Ich das Labyrinth. Klingt interessant. Finde alle 16 verborgenen Schätze. Gut, das klingt jetzt erstmal nicht so spannend, aber ich denke, da wird das ein oder andere auf uns lauern hier. Zum Beispiel, das hier ist doch 100 pro einer. Guck mal, ein Segel. Zack. Was haben wir hier Schönes? Eisenerz. So, was haben wir hier Schönes? Einen Schatz. Oh, wir haben... Das läuft auf Zeit. Uiuiui. Gut, was haben wir hier? Es scheint, als würde die Statue... Sie entdecken eine uralte, verwitterte Statue. Ihre rechte Hand ist ausgestreckt. Die Handfläche nach oben. Es scheint, als würde die auf der Statue etwas verlangen. Wollen Sie es wagen, um mitgebrachten Waren in die rechte Hand legen? Ein Zittern durchläuft die Statue, als würde sie zum Leben erwachen. Langsam
Und malend hebt sie ihre linke Hand und die Handfläche nach oben, weisend eine neuerliche Aufforderung der Altvorderen. Gucken wir mal. War ihr dann noch irgendwas kredenzen können? Schmeißen wir das kurz weg. Schnappen uns das. Kann ich hier ein Kontor hinsetzen irgendwie? Nee. Damit. Muss ich hier rausfahren? Habe ich hier draußen irgendwo die Möglichkeit, ein Kontor hinzusetzen? Ist jetzt gerade alles ganz schön schwierig, du. Ich meine, wirkt auf jeden Fall schon mal nach einer sehr geilen Szenario irgendwie. Aber wo soll ich das ganze Zeug hinbringen? Haben wir hier drinnen vielleicht irgendwo die Möglichkeit, ein Kontor zu bauen? Oh, Geisterschiffe! Verfluchtes Kriegsschiff! Eieiei. So haben wir aber nicht gewettet. Ah, guck mal hier. Sag ich. Neue Gebäude stehen zu. Genau. So kann ich da nämlich hier die ganzen Schätze hinbringen, die ich hier gesammelt habe. So wie ich es mir doch fast gedacht habe. Genau, schmeiß es weg. Das war mein Ansinn. So, einladen. Ein verbesserter Bug, das ist schön. Gehärtete Planken, auch meinetwegen so genannt. So, was haben wir hier Schönes? Ein erfahrener Seemann. Schiffsreparatur normal. Okay, wenn wir so brauchen, können wir sie nutzen. Komm, das holen wir uns nochmal schnell zurück. Das Schätzchen. Da oben haben wir noch eine Kiste. Ach, vielleicht will die Statue das haben, was wir hier gerade gefunden haben. Das Werkzeug. Will sie scheinbar nicht. Gut. Da haben wir den Schatz. Guck mal, wir bringen das einmal schnell weg. Das ist aber auch ein bisschen tückisch hier, ne? So, dass man nicht weiß, wo man an alles rankommt. So, einmal alles einlagern hier. Versuchen wir es mal mit den Geisterschiffen hier aufzunehmen. Gucken, wie stark die sind. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Oh. Oh. Miep. Miep. Oh, das war überraschend. Ich hatte gehofft, die sind super schlecht. Aber offensichtlich sind nur wir super schlecht. Gut, dann fahren wir erstmal woanders hin. Während wir uns hier reparieren lassen. Okay. Das Schiff kennt den Weg. Hier, da haben wir noch was, was wir einsacken können. Das ist doch eine schöne Sache. Warte. Dum, da, da, dum. So. Nimm das mit. Noch ein Typ. Super krasser Selbstreparatur. Als sie sich dem Schiff nähern, erkennen sie, dass es bereits Jahrhunderte alt sein muss. Dennoch ist dies in einem erstaunlich guten Zustand. Mit den nötigen Waren müssen sie segeltauglich gemacht werden. 10 Tonnen Holz, 5 Tonnen Werk. Ich verstehe. Schnell, schnell. Wir brauchen Seile und Holz. Hier haben wir schon mal noch ein bisschen mehr Werkzeug. Okay. Okay, ich glaube, das wird irgendwie nichts. So, den kriegen wir aber weg. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers.
Es hätte ja klappen können. Das Szenario ist cool. Als 14.04 rauskam, fing AMD gerade damit an, Spiele auf 3 Monitoren zu generieren. Als ich mir zu der Zeit endlich dann die Kraka und 3 Bildschirme leisten konnte, habe ich mir das Szenario gleich mal gestartet. Ja gut. Ich muss sagen, ich finde das Szenario auch ziemlich cool, so erster Eindruck mäßig. Haben jetzt natürlich übelst auf die Klappe bekommen. Aber gut, wir starten das Szenario neu, natürlich. Jetzt müssen wir schon mal ein bisschen, worauf wir uns einlassen müssen hier. Aber ich würde auch sagen, die Folge an dieser Stelle, jetzt nur 25 Minuten, gleich 26 Minuten lang, die ist jetzt ein bisschen kurz, aber ich würde sie gerne an dieser Stelle beenden und dann machen wir nächste Folge ganz entspannt dieses Szenario und dann packen wir das auch, ne? Alles klar. Genauso machen wir es. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und gehabt euch wohl. Fertiges Folge.